Oh Gott, das ist die Witwe. Martin, schau, wer da ist. Guten Abend, Andreas. Also, ich hoffe doch, ihr bleibt zum Fest. Natürlich bleibt er. Er würde es verpassen wollen, besonders weil der kräftigen Kerl sein schönes Feuer aufgeschichtet hat. Kräftiger Feuer wie ich würde alles für dich tun, mein Täubchen. Ich konnte gar nicht anders. Ja, wie fest das Gefühl zu genießen. Essen, die Feuer, Tanz, eine Nacht zum Genießen. Wir ehren den Jahrestag der Geburt des Johannes. Eine Wacht für die Wegbreite. Ja, ja, wer hätte sicher gewollt, dass alle gute Laune im Herzen haben. Gutes Essen im Magen. Er war ein Einsiedler, der sich in der Wüste von Heuschrecken füllt und die hatte wahrscheinlich wäre andere Meinung. Ja, was will ein Hurig? Hätte ich auch nichts, wenn du verstehst, was ich meine. Wer will das nicht? Und jetzt werde ich das Gedanken gar nicht los. Andreas, seid doch ein ganz gewöhnlicher Kerl. Das ist wahr, ich habe meine Laster. Ich habe meine Laster. Habt ihr euch von Gott auf den rechten Pfad leiten lassen, eure Augen bei eurem Eheweib lasst? Wollust ist immer eine Sünde. Andreas hat sich ehrlich und ehrbar gezeigt, nicht wahr? Du hast es doch gesehen vor all den Jahren. Rita, ich erinnere mich, all die Mühen, euren Freund, den alten Mönch zu retten. Nein, ihr seid kein sündiger Mann. Danke für die lieben Worte. Es gibt viel, was ihr über mich nicht wisst, aber vielleicht ist es auch besser. Also werdet ihr das auch von dem Ball folgen? Nein, ich will keinen Ärger suchen. Davon gibt es schon genug im Ort. Obwohl du ihn bei seiner Rede früher unterstützt hast, ihr bringt da keinen Hass an Kräutersuche. Sagt, ist wichtig, aber wie ich schon meinte, ich muss jetzt den Abt nicht noch provozieren. Wir sind gottesfürchtige Menschen, Andreas. Es freut mich, dass ihr vernünftig seid. Warum hattest du eigentlich mit Otto gestritten, als ich letztens auf der Wiese gesehen habe? Hat er gerne sein Esel verdient. Nichts Wichtiges. Andreas, bitte genug von all dem. Wir sind hier, um zu feiern. Martin und ich werden tanzen, müssen die Beine schwach werden, nicht wahr? Das würde ich im Leben nicht verpassen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Soll ich mit Kaspar reden vielleicht? Weiß Andreas, schaut, wie groß das Feuer ist und so hübsch geschmückt. Feuer ist ein großes Ereignis für Tassin. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich es verpasst. Warst du noch bei keinem solchen Fest? Feste sind übrigens viel größer. Hell, so nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Kann ich beim Feuer bleiben, die Kostüme anschauen, das Kräutersein beobachten, Meistermaler? Bitte. Na schön, aber folgsam tritt niemand in den Weg. Ich bin zu müde für das Fest. Nein, Kasas, ich will nicht den Zorn des Abtes kennen. Lass sie mitgehen, komm. Ich mache keinen Ärger. Bis morgen, Meister. Gut, gut. Ihr seid dieser Künstler, der in Geithnas gewohnt hat. Wurde in die wunderbare Tötung dieser Ratte des Barons verwickelt. Andreas Mahler, ich habe den Namen seines Freundes. Andreas Mahler. Ich kenne euren verdammten Namen, wie auch immer, jetzt keine Zeit zum Reden, hübscher Mann. Es ist Zeit, das Feuer anzurufen. Der Abt der Heiligen, klar. Oder Ansma, Perchta. Okay, das kann ich nicht lesen. Ich werde gehen. Genießt den Abend, Andreas, aber wenn ihr meinen Rat wollt, geht heute Nacht nicht in den Wald. Scheiße, ich habe Kaspar losgeschickt. Ich glaube, ich habe wieder mal einen riesigen Fehler gemacht. Aber ich will ihm das auch nicht einfach verbieten. Ich finde das kacke. Ich muss mir meine Entscheidung besser überlegen, Mensch. Ja, geh ins Bett. Nach 2 Uhr morgens passiert nichts Gutes. Es ist nicht 2 Uhr morgens. Denke ich mal. Er segelt wieder davon. Oh, es ist ein Labyrinth. Oh
Muss ich echt das ganze Labyrinth ablaufen? Sabine, das ist seine Frau, oder? Was ist das? Komm nach Hause. Das werde ich bald. Hör auf, mich zu plagen. Ich weiß, das werde ich bald. Du lügst. Manchmal denke ich, du verachtest mich. Aber vielleicht ist es schlimmer als das. Vielleicht bin ich es nicht einmal wert, beachtet zu werden. Was bin ich jetzt für dich? Eine Qual? Eine Plage? Ein Ärgernis, das du ignorierst, während du in Barcelona ein anderes Leben führst? Ist deinem Herzen jemals eine Unze Liebe für mich? Es ging nie um Liebe, Sabine. So viel, wie du für mich hattest. So viel, wie du für mich hattest. Du kannst nicht anders. Du musst grausam sein, oder? Ich hasse es, mit dir zu reden, wenn du so bist. Du hast alles an mir. Ich hasse dich nicht. Du liebst mich nicht. Das ist unwichtig. Geh zurück zu deinen Huren, den Frauen, die dich glücklich machen. Dieses Haus ist so einsam ohne dich. Sei still. Deine Anwesenheit würde die Trauer nur verstärken. Hör auf! Lass mich allein mit der Erinnerung an ihn. Hör auf! Lass mich einfach in Ruhe, nur für eine Nacht. Eine Nacht, in der ich nicht von ihm träumen muss. Bitte. Danke. Ja, das Problem ist, es ging in dieser Ehe halt wirklich nicht um Liebe, sondern es war ja arrangiert und Andreas musste sie ja heiraten, um Meister zu werden. Also ist alles nicht so einfach. August. Wer ist August? Hallo August? Was soll ich tun? Einfach hier mit dir warten? Ich weiß es nicht so. Ich denke, das geht. Ich kann die Nacht schweigend bei dir verbringen. Es tut mir leid, dass ich nichts für dich tun konnte. Ich bin so müde, August. Ich nehme an, es gibt nicht viel, was man gegen die Pest tun kann. Also, er ist an der Pest gestorben. Wirst du dort, wo du jetzt bist, auch müde? Als ich das letzte Mal sah, sagte ich dir gute Nacht. Ich konnte nicht zum Bett kommen, also stand ich in der Tür. Ich stand einfach da im Dunkeln. Du hast nicht geantwortet, also habe ich es noch einmal gesagt. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gestanden habe. Nur darauf gewartet, dass du gute Nacht sagst. Du hast für mich noch immer dasselbe Alter. Ich frage mich, ob jemals dein Gesicht vergessen werde. Ob ich mich an deine Mutter so erinnere, wie sie ist? Ich erinnere mich, dass ich sie liebte, oder denke ich nur an irgendeine Verzerrung von Daniels Porträt? Also sie hatten ein Kind, aber das Kind ist an der Pest gestorben, oder wieder. Was war ja irgendwie meinte, sie haben keins? Also hatten sie... Ja, denke ich nur an die irgendeine Verzerrung von Daniels Porträt. Kannst du dir jemals klar vorstellen, wenn du ihn liebst? Kannst du dir jemals jemanden klar vorstellen, wenn du ihn hast? Ich hab dich geliebt, mein kleiner Junge. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich hab dich... wir wünschen uns nicht, dass wir den nicht gern gehabt hätten. Wenn ihr wünscht, ich könnte sterben und es nicht mehr fühlen zu müssen. Aber das kann ich nicht. So wie durch jede Nacht meine Schritte und ich finde meinen Weg zurück zu ihr. Zurück zu dir. Ich liebe dich, August. Gute Nacht. Also ist es er, von dem sie gesprochen hat, dass sie an ihn nicht erinnert werden will? Und dass er auch nicht mehr von ihm träumen will? Ach du Scheiße! Was ist hier passiert? Wo ist Priesterkönig Johannes? Wo sind Sokrates und der heilige Grobian? Grobian war nicht auf dem Narrenschiff. Melancholia. Wollt ihr mir nicht antworten? Keine Gedanken an Beatrice? Ihr seid Beatrice, oder nicht? Früher einmal. Ich war eine Stimme der Vorsicht. Und jetzt? Mehr oder weniger als Vorsicht. Der Schmerz des Zweifels, der zur Lähmung wird. Eine Lähmung, die Verzweiflung gebiert. Melancholia. Was ist mit euch geschehen? Was mit den anderen geschehen? Was euch widerfährt, widerfährt auch uns. Die Fundamente dieser Stadt sind noch auf dem Meer eures Verstandes festgemacht. Ihr Hof herrscht nicht über euren Verstand. Euer Verstand herrscht über den Hof. Einst lebten Verstand, Neugier und Narrerei eurer Jugend unter der Herrschaft eures Intellekts. Ich bin alles, was noch bleibt, die Melancholie im Herbst des Lebens. Es ist erst Juni. Das war's also. Wie konnte es so weit kommen? Ihr habt euren Blick auf eure innere Finsternis gerichtet. Ihr wisst, wie euer Leben verlaufen wird. Ihr wisst, wie eure Entscheidungen euch hierher gebracht haben. Was soll ich denn jetzt machen? Ändert euer Leben! Wartet, ich soll nicht hier sein, ich muss jemandem helfen. Geht es Kaspar gut? Eure Gedanken drehen sich also nicht nur um euch. In euch ist noch etwas, was sich um andere sorgt, trotz eurer Melancholie. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für uns. Wacht auf, Andreas.
Johannisnacht. Kasper finden. Ja, die Frage ist, wäre er vielleicht auch einfach heimlich gegangen, wenn ich es ihm verboten hätte? Er geht einfach in Nachthemd. Wie geil ist denn das? Es geht heute Nacht einiges um. Klingt, als wären sie in den Wald abgebrochen. Ja, na, das dachte ich mir schon. Ach, scheiße. Mit dem Eimer auf dem Kopf. Aua! Hier wird geknutscht. Hier ist das Grab. Und der stalkt. Hat sie gerade gefragt, wohin ist der verdammte Kerl? Betrügt der Kerl sie, ihr Mann sie gerade? Die Köhler sind auch nicht mehr da. Hallo Andreas, gefällt euch das Feuerkostüm? Sieht aus wie ein schickes Nachthemd. Doro Kasper, habt ihr ihn gesehen? Das ist mein Nachthemd, Otto. Nein, den Jungen habe ich heute Abend nicht gesehen, aber ein paar Leute sind in den Wald gegangen, Kräuter zu sammeln. Vielleicht ist er mit ihnen gegangen. Wie ist das fest, wenn ihr schon da seid, Andreas? Wir werden es ihm abzeigen. Ja, aber ich war ja gerade schon im Wald. Wir gehen noch mal die Wiese ab. Da ist er vielleicht beim Aquädukt hinten. Nein. So, da kann ich ja auch noch hin. Da ist er. Und der rennt einfach weg. Andreas, was macht ihr hier draus? Kasper, Gott sei Dank, ich hatte mir Sorgen gemacht, als du nicht zurückkamst. Wo warst du? Kasper, warum bist du noch auf? Warum bist du nicht zurückgekommen? Mit Kilian war im Feuer, aber ich hörte Getöse tiefer im Wald. Ich wollte nachsehen, was los war. Gernot, was tut ihr hier draus? Ich verfolgte wen von den Städtern, aber dann habe ich den verkleideten Dunkelkopf aus den Augen verloren. Der Wald ist verboten. Ich finde noch raus, wer die Gesetze bricht. Und dann experimentiere ich sie eigenhändig. Yay, da ist wieder jemand gestorben. Jemand schreit in der Stadt. Jetzt geht dieser Unfug aber wirklich zu weit. Gehen wir zurück in die Stadt und schauen, was passiert ist. Gehen wir gemeinsam zurück in die Stadt, schauen, was das Geräusch war. Was steht hier noch rum? Los. Die rennen alle weg. Kasper, bleib hier. Und diese Blume habe ich nie zuvor gesehen. Wo mag man die gefunden haben? Was hat überhaupt fortgelaufen? Man kaum erkennen, wer in diesem narrischen Kostüm drin steckt. Sollten wir später überlegen, schauen, wer es mal statt. Wen schert das? Sehen wir nach, weshalb dort geschrien wird. Ja, allerdings. Oh, diesmal hat's Otto erwischt. Na toll, jetzt ist unser bester Kumpel hier tot. Tot, leider. Das hätte ich dir auch so sagen können, dass jemand löste das Seil. Die Plattform erschlug ihn. Was, wie konnte das geschehen? Baltas und Lennart und ich hörten großen Lärm, sind rausgelaufen zu sehen, was passiert war. Richtig, und dann sahen wir eine Gestalt in einem Kostüm, die vom Rathaus wegeilte.
wohl derjenige gewesen sein, der das Seil gelöst hat. Was habt ihr während all dem gemacht, Lenhard? Ich genoss eine leichte Mahlzeit mit diesen Herren. Wie schade, dass ihr mir das nicht anhängen könnt, Peter. Ach ja, der Müller ist ja auch so ein bisschen, den mögen sie auch nicht. Kaspar, seht nach, ob Otto eine Nachricht bei sich hat. Wie? Na los. Warum muss Kaspar das machen? Nein, Meister, da ist nichts. Seid ihr sicher? Was habt ihr erwartet? Ich bin nicht sicher. Das wird jetzt aber keiner gemacht haben, nur um uns eins auszuwürgen, oder? Eins auszuwischen. Ja, Eva, das tut mir jetzt leid. Otto, noch eine Witwe mehr. Ihr, der Abmut, ihn getötet haben. Das Schwein hatte schon immer etwas gegen Otto und wir wussten alle. Okay, jetzt weiß ich aber, dass er es nicht war. Wir brauchen Antworten. Wie könnt ihr es wagen? Ich werde nicht einfach hier stehen und mich von einem Bauern einer so großen Tat beschuldigen lassen. Ihm nach! Wartet nicht, der Abt war bei uns, er ist unschuldig. Das war er, kann Otto gar nicht gedulden. Kaspar hat recht, selbst wenn wir keinen Beweis haben. Packt den Künstler und den Jungen, der Sache gehen wir auf den Grund. Kaspar lauft! Toll, jetzt sind wir auch noch der Böse. Hör ab, Chai! Achso, ich kann drücken. Ja, sag mir das doch. Wütende Bauern, das ist schlecht. Brüder, zur Bibliothek, jetzt. Sind durch die Kirche gelaufen, hier entlang. Die lassen uns safe nicht rein. Sie haben die Tür zugesperrt. Wir sind am Arsch. Andreas aus dem Weg, Ottos Tod fordert nach Gerechtigkeit. Der Abt kann Otto nicht getötet haben, er war bei uns, als wir den Leichnam gefunden haben. Stimmt, er ist zusammen mit euch gekommen, aber ihr wisst nicht, was er vorher getan hat, oder Andreas? Wer sonst würde Otto töten wollen? Feigling, Mörder, Andreas aus dem Weg. Wenn ihr nicht zur Seite weichen, ich lasse niemanden herein. Wenn ihr Gernot anklagt, wird der wahre Mörder davonkommen. Mir gefällt deine Meinung genauso wenig wie dir, aber Gewalt ist hier nicht die Lösung, Peter. Die Mönche nicht herauskommen, werden wir alles niederbrennen und sie dazu. Ihr seid alle völlig von Sinn. Wenn ihr Abt nicht vertrauen könnt, ich schwöre, er kann es nicht getan haben. Ich war bei ihm. Gernot war nicht der Einzige, der nicht mit Otto übereingestimmt hat oder ihn nicht mochte. Jemand anders muss ihn getötet. Ihr habt alle Grund, ihn abzuhassen, aber er ist nicht, hier nicht der Täter. Scheint doch unwahrscheinlich, dass er Otto wirklich töten könnte, oder? Na gut, verdammt noch eins. Ihr habt einen Tag, um herauszufinden, wer der wahre Mörder ist, Andreas. Sonst werden wir uns den Abt holen kommen. Einen Tag?! Andreas, ich möchte nur Gerechtigkeit für meinen Mann. Bitte, ihr müsst den Mörder finden. Ich schwöre, dass ich herausfinden werde, wer Otto getötet hat. Eva, Otto war ein guter Mann. Ich werde nicht drum, bis der Mörder gefunden wurde. Ja, nimm mir doch noch mehr von meinem Tag weg. Die Bauern sind so überzeugt, dass gerne Otto tötete. Das war doch noch unmöglich. Das Jezorn steht uns im Weg. Der Abt ist ein leichtes Ziel, weil er gegen Otto und dessen Sache agiert. Dass gern Otto einander nicht ausstehen konnten, war kein Geheimnis. Ich wünsche dem Mann ja nicht den Tod, weil der Abt ist schon ein Google-Furz. Google-Franz, ich will immer Google-Furz sagen. Viele Bauern hassen den Abt und würden gern sehen, wer er leidet. Meister Peter war wütend. Er gibt euch einen Tag, den Mörder zu finden. Warum habt ihr euch darauf überhaupt eingelassen? Letztes Mal ist nicht gut ausgegangen, nicht wahr? Weshalb wollt ihr es nochmal versuchen? Alle verdienen Gerechtigkeit, was ehrlich gesagt hätte ich jeden Grund genommen, der mich von Nürnberg fernhält. Ich will nicht darüber reden. Ich will nicht nach Nürnberg zurück. Ich wusste nicht, dass ihr es so sehr hasst. Was meint ihr, wer es war? Wo sollen wir anfangen? Wir sollten Lennart sprechen. Er hasste die Bauern und unterstützt stets den Abt. Letztens hat er sehr lautstark in der Stadt gegen Otto angeredet. Hat vielleicht Otto genug gehasst, um ihn zu töten. Wir sollten mit ihm reden, das rausfinden. Selbst wenn er nicht Otto tötet, weiß er vielleicht, wer noch ein Motiv gehabt hätte. Mit dem Martin Bauer, als wir ihn mit Otto reden sahen, schienen sie über irgendwas zu streiten. Wirkt mir unwahrscheinlich, Martin unterstützte Otto und die Bauern.
was ist mit der Witwe, die ja gesagt hat, wir sollen nicht in den Wald? Martin war immer ein Kompostschander, wenn der Streit schlimm genug war, hat er Otto umbringen wollen. Sollten zumindest mit Martin sprechen. Ja, wir sprechen mit ihm. Wir finden noch andere Verdächtige. Wahrscheinlich nicht, das wäre mehr Zürich vielleicht schon, aber selbst wenn es Vater tut, sich bei Geheimnis gebunden, er würde uns nichts sagen. Wir könnten einige Beichten belauschen. Johannes Nachbar, gerade viele am Ort werden zur Beichte gehen. Stimmt, irgendwer könnte zumindest etwas gehört haben. Ein guter Ort zum Anfang. Wir könnten auch in der Goldenen Hand herumfragen. Vielleicht haben die Reisenden etwas, hat sie es gehört. Wer nicht mit drin steckt, dem erzählt man manches. Vielleicht wissen sie einiges. Nee. Mit den Menschen, die im Wald an uns vorbeiraten, trugen diese Blumen nicht, die sie zuvor vorsahen. Stimmt, die Blumen müssen wir im Wald finden. Müssten wir, weil vielleicht erlangen wir so eine Verbindung zum Mörder. Man könnte einen Nutzen in der Heilkunde haben. Vielleicht gibt es jemanden, Tassin, der sich damit auskennt, weiß, wo sie wächst. Ich kenne diese Blume, eine sumpfrige Blume, die wächst an feuchten, schattigen Plätzen im Wald. Vielleicht beim Schrein der heiligen Satya, der gewaltige Baum dort wächst, sicher die richtige Umgebung dafür. Ein Haufen gute Möglichkeiten, eine Suche zu beginnen. Die Zeit mag knapp sein, aber unsere Chancen, in echten Mörder zu stehen, stehen nicht schlecht. An die Arbeit. Wir gehen erstmal in den Wald. Ich glaube nicht, dass es Martin war, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Auch wenn ich ihn nicht mag. Wir gehen in den Wald. Und diesmal versuche ich mich vielleicht auf einen zu konzentrieren. Dann kann ich das Ganze vielleicht ein bisschen besser... Weißt du, ich glaube, es ist eine Öffnung unter den Bäumen, die tief an den Wald führt. Vielleicht ist seltsame Gestalt im Kostüm dorthin gelaufen, als Otto ermordet wurde. Wir sollten nachsehen, wohin das führt, als könnte es eine Weile dauern. Dann kommen wir wieder mehr Zeit haben. Ach, das schon wieder. Ich hasse es. Es gibt so vieles. Der Müller gibt mir doch safe nichts. Hallo, Meister Maler. Das ist Pau, oder? Ich glaube, wir haben gar nicht miteinander gesprochen, als ich das letzte Mal in Tassing war. Ich war damals noch ein Kind. Geht es euch? Es geht mir gut. Vater redet die ganze Zeit von seinem neuen Jagdgewehr. Macht mir Angst. Brutale Wache wird tödlich in der Hand von Unerfahren, selbst bei der Jagd. Kann ich verstehen. Auf solche Reise sagen wir ganze Reihen von Zitaten mit Gewehren. Schusswaffen sind nur Werkzeug. Anblick hat mir auch Angst gemacht. Es ist in Ordnung, manchmal Angst zu haben. Vater sagt, wenn man seine Angst zeigt, dann ist man ein Feigling. Die Leute werden das ausnutzen. Mein Vater hat Unrecht, Paul. Redet nicht so laut. Ich muss gehen. Vergesst, was ich gesagt habe, Maler, bitte. Bis später. Bis dann. Ein Wuffels. Chris, willkommen zurück in Tassing. Obwohl, vielleicht doch nicht, dass ihr genau rechtzeitig für einen weiteren Mord angekommen seid. Ihr kommt zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Und wie für euch denkt man euer Essen mit Baldas und Dr. Stolz. Wenn ihr den wahren Mörder finden, weil der Blut versinnern kann, ist es vielleicht gut, dass ich hier war. Halt ihr einfach hin. Entweder erkennen sie ihren Fehler oder der Herzog wird Soldat nach Tassingen sein. Ach, er macht dann so eine Machtdemonstration. Das wird den Blutdurst der Bauern stillen. Wie ihr meint. Ja. Jedenfalls steht euch meine Tür offen, falls ihr das ermittlungs überdrüssig werdet. Wenn ihr mir meiner Familie essen wollt oder die Berge sehen möchtet, lasst es mich einfach wissen. Seht ihr die Berge? Für eine kurze Jagd. Jagd? Ja, auf Hirsche. Vielleicht kann ich euch helfen, eine andere Sichtversetzung zu erlangen. Ich versuche den Mord an Otto. Eine Jagd scheint da kaum angebracht. Ich glaube, in den Wald kann ich auch noch nachts gehen. Wir gehen mal vielleicht mit auf den Jagd. Wenn es hilft, kann ich euch sagen, dass ich es weiß und ich weiß einiges. Was wisst ihr? Kommt mit auf die Jagd, dann sage ich es euch. Na schön, in Ordnung. Ihr müsst den Jungen aber hier lassen, er würde uns nur aufhalten. Ich verstehe. Kaspar, du kannst ja bei Paul bleiben, bis ich wieder da bin. In Ordnung, Meister. Kommt ihr mit dem Aufstieg zurecht, Maler? Kommt mir sehr gelegen. Ich liebe anständige Wanderung. In Aragonien gibt es prächtige Gebirgszüge, die bis zum Meer reichen. Wir weisen eine unglaublich Vielzahl an Klimata, Pflanzen und Tieren auf. Nehmt euch Zeit, genießt die Aussicht. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, weiterzumachen.
Na, dann mal schnell deine Skizze. Albony und Tassin sieht es von hier oben noch friedlich aus. Oh, nur ist es so schwer. Würde mein Verstand wollen, dass meine Hand innehält. Kann ich einmal was so Schönes zeichnen wie dieses Tal. Nutzlos für eine Zeitverschwendung. Dieser Platz für Felder, das bedeutet, dass wir die Bauern brauchen, um sie zu bestellen. Warum hasst ihr die Bauern so sehr? Sie führen ein hartes Leben, verricht schwer. Warum hasst ihr die Bauern so sehr? Ich würde sagen, sie sind wertlos, aber sie leisten erforderliche Arbeit, nämlich... Ja, wo kriegst du denn dein Zeug zum Malen her, hm? Schmutzige Rohlinge, einer dümmer als der andere und taugen nur zum Schuften. Es ist schwer, sie wirklich als Menschen zu betrachten. Woher kommt diese Verachtung? Mein Vater sagte immer, wenn man versucht, einem Bauern zu helfen, zieht er dich nur hinein in seinen Dreck. Wie eine dumme Kuh, die im Schlamm steckt. Es ist besser, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Doch immerhin haben ihre Frauen etwas wert. Stehen wir nicht falsch, sie sind so dumm wie die Männer, aber sie haben auch ihre Reize. Wenn sie jung sind natürlich, sie altern wie Buttermilch in der Sonne. Jetzt kümmert es euch, ihr seid ein verheirateter Mann. Andreas, die Ehe dient dazu, Kinder aufzuziehen, einen Haushalt zu führen. Es ist nichts falsch daran, ab und zu die Früchte vom Baum im Garten eines anderen Mannes zu kosten. Eigentlich schon. Gebe zu, Untreue ist mir nicht fremd, aber sie ist gefährlich. Angesichts eurer Geringschätzung für die Wunde, dass mich nicht, dass Bäuerin mit euch schlafen. Wundert es mich ja. Vielleicht, und viele Männer haben auch schon die Früchte aus euren Garten gekostet. Ich gebe zu, Untreue ist mir nicht fremd, aber sie ist gefährlich. Ja, komm. Es gibt keine Gefahr. Trotz ihres jüngsten Gejammers haben sie weder Macht, noch stellen sie eine Bedrohung für mich oder ihn ab da. Seht doch, was in Schwaben geschah. Die Aufstände wurden zerschlagen und die Bauern zurück in die Stadt getreten, wo sie hingehören. Großen Fürsten sind noch immer im Besitz ihrer Ländereien. Ihre Freunde genießen noch immer ihren Schutz. Lasst euch zu sehr auf eure Freundschaft mit dem Abt. Der Abt ist ein starker Herrscher und er kontrolliert seine Länderei mit fester Hand. Dieser Bauer begreifen nicht, wie gut sie es haben. Sie sich bauen und auflösen, stattdessen den Zorn des Herzogs ertragen. Die Gefahr für den Abt ist nur vorübergehend. Genug der Worte, seid ihr bereit für den Aufstieg? Einen Moment noch. Ich will hier nochmal gucken. Schnee im Juni. Ja, okay, mehr nicht. Ist nur geschmolzener Schnee. Machen wir weiter. Schade, ist so geil. Wild kommt zu jeder Gasse aus dieser Lichtung. Davon ist ein natürlicher Sichtschutz. Von dort können wir beobachten. Ich gestehe, ich hielt nicht viel von euch, als ihr zu dem Tassing wart. Armer Künstler und so. Was hat sich geändert? Ich hielt auch nicht viel von euch. Was hat sich geändert? Habt etwas aus euch gemacht, wurde ein Meister in Nürnberg. In 7 Jahren seid ihr von einer baufälligen Bauernkarte aufgestiegen zu einer eigenen Werkstatt. Männer wie wir schaffen unser eigenes Glück. Erfahre ich mir nach ein paar Wanderjahren in meinem Fall. Nichts sagen. Peter Gärtner wird auf denselben Feld wie sein Vater ackern, bis er umfällt. Und so auch York. Bauern verlangen nach der Welt, doch sie können nicht einmal begreifen, was außerhalb ihres winzigen Feldes liegt. Wohin soll das Gespräch führen? Der Bauernaufstand wird nirgendwo hinführen. Nun friedlich oder gewaltsam endet, werden nicht gewinnen. Wenn sie einen Sündenbock für Ottos Tod wollen, sollten sie sich Martin Bauer ansehen. Warum sollte er Otto töten wollen? Martin wollte Ottos kleinen Aufstand nicht unterstützen. Er war recht zufrieden damit, wie die Dinge standen. Aber kürzlich hat sich etwas geändert. Ich glaube, Otto hat etwas über Martin erfahren, das er nicht preisgeben wollte. Es war schlimm genug, um Martin dazu zu bringen, Otto nicht mehr zu widersprechen, stattdessen vor einigen ganz Orden zu unterstützen. Ja, welche Beweise gibt es? Findet welche. Wenn Otto es herausgefunden hat, müssen andere auch davon wissen, weil man einen Verdacht hegen. Und da. Der, seht ihr ihn? Hört, ich werde folgen. Muss ich irgendwas drücken? Scheiße, ich hab nur das Bein getroffen. Mich um Haaresbreite verfehlt, ich konnte die Kugel an meinem Kopf vorbeifliegen können. Besser als zu hören, wie sie in euren Schädel einschlägt. Ich muss zugeben, dass sie nicht die präzise Waffe, sie hat doch das Ziel getroffen. Welch Privileg, mein Jagdpartner hat mir nicht den Kopf weggeschossen. Arschloch. Oh, entspannt euch mal, es geht euch gut, suchen wir den Hirsch, er kann nicht weit sein. Er ist noch nicht tot. Wir haben es für beide verwundet, aber nicht genug. Es ist leicht, ein dummes Tier zu töten, wenn es hilflos ist. Das ist jetzt gemein.
Ihr scheint euch daran zu erfreuen, Macht über hilflose Kreaturen auszuüben. Und in der Natur des Wolfes, sich an den Schafen zu laben. Ihr seid ein Müller, ihr malt Mehl. Ich bin ein Müller mit einer Waffe. Jetzt gib dem armen Tier doch den Gnadenschuss. Das ist kein echter Jäger, der sich da noch dran erfreut. Dass er es nur verletzt hat. Wir suchen einen langen Stock, um das Wild zu tragen. Na, guck mal hier! Eine gute Jagd. Danke, dass ihr mich begleitet habt. Danke für die Einladung. Ich bin euch gegangen, in der Hoffnung, ich könnte mir etwas Nützliches über Ottos Tod erzählen. Und das tat ich. Vielleicht war es nicht, was ihr wolltet, aber es kümmert mich auch nicht wirklich, was ihr wollt. Über meine Worte nach, Martin. Ich werde es überprüfen. Also er meint, mit Martin stimmt irgendwas nicht. Wir bleiben mal hier. Vielleicht erzählen sie uns doch noch was. Ja, komm. Mein Lehrling Kasper. Natürlich Kasper. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, euch schmeckt mein Essen für diesen Abend. Lehrer würde das Tischgebet sprechen. Wer sonst? Du, Paul, unsere Gäste. Tut mir leid, Meister Maler, vergebt mir. Kein Problem. Er ist also ein ganz schöner Arsch zu seiner Familie. Ich muss sagen, Andreas, es tut mir leid, dass ich euch bei eurem ersten Besuch in Tassing nicht zum Essen eingeladen habe. Ich war mit der Mühle beschäftigt, wisst ihr? Genau, beschäftigt. Du weißt doch, wie beschäftigt dein Vater ist. Paul Lennart arbeitet immer an etwas. Ich verstehe die Mühle voll viel Arbeit. Ich verstehe einen wandernden Künstler noch dazu nicht einmal einen Meister, was bei euch interessiert. Ich sag jetzt mal nichts. Habe ich dieses Labus in Sachen Höflichkeit korrigiert? Ihr bekommt das Beste, was ich euch zu bieten habe. Und das Beste, was ich zu bieten habe, ist das Beste in Tassing. Oh, Rinderbraten! Dieser Wein fasst gut zum Wild, nicht wahr? Es gibt wirklich kaum was Besseres als die Befriedigung, etwas zu essen, was man selbst getötet hat. Aber genug von Tassing. Sagt mir, wie ihr zu eurem Glück gekommen seid. Wie ist das Leben in Nürnberg? Ich habe eine Werkstatt eröffnet und meine Frau und ich leben recht komfortabel in Nürnberg. Ich habe einen Auftrag, der in Nürnberg auf mich wartet. Da wäre es durch steigende Anforderungen kompliziert geworden. Und eure Frau könnt ihr hier in Tassen jede Menge Spaß haben. Oh Gott, die Arme. Es gibt genügend Interessenten, wenn man weiß, was zu tun ist. Ich bevorzuge meine Kunst sagen. Ich möchte mich natürlich nicht einmischen. Ich bevorzuge meine Kunst. Seid ganz offenkundig ein Mann mit Leidenschaft für seine Arbeit, wenn ihr in so kurzer Zeit so viel aus euch gemacht habt. Die Bauern hier könnten ein oder zwei Dinge von euch lernen. Niemand hier weiß noch, was Arbeit ist. Natürlich erziehe ich Paul zu etwas Besserem. Der Junge muss höhere Ziele haben. Was möchtest du gern machen, Paul? Ich möchte lernen, die Mühe zu betreiben, wie mein Vater. Natürlich möchtest du das. Du kennst deinen Platz. Er wäre durchaus in der Lage, Otto zu töten, würde ich sagen. Jetzt bin ich froh, dass ihr zurück in Tassing seid. So habe ich immerhin etwas Gutes und gut unterhalten. Wart ihr damit beschäftigt, den Mord zu untersuchen, Andreas? Was geht dich das an, Else? Ich habe nicht viel Zeit, Peter, einen Verdächtigen zu dir. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Verzeiht. Ja, denke auch, bevor du sprichst, Else. Besser noch, sprich überhaupt nicht. Man sollte meinen, unser Bauern könnten aus Misserfolgen in Schwaben lernen, aber Gott hat sie nicht wirklich zum Denken geformt. Haben wir es gerade nicht gleich, ganz besonders mit Gernos neuen Überschränkungen. Ich glaube nicht, dass die Bauern das Problem sind, es nicht leicht, die Feinheiten der Situation zu verstehen. Die Einschränkungen treffen die Stadtbewohner mehr als die Bauern. Dafür hat Otto gekämpft, und auch wenn ich ihm nicht zustimmen konnte. Jetzt, da Peter die Menge anführt, ergibt nichts davon mehr einen Sinn. Er will nur noch Rache. Aber Ulrich sagt, dass der Abt nicht christlich handelt. Was willst du etwa ausgerechnet den Abt sagen, das nicht christlich ist, Paul? Die Abtei hat das Recht, von dem Land, das sie besitzt, zu profitieren, zu behalten, was es produziert, genau wie wir. Paul kommt nach seinem Vater, was muss ich dir danken? Vielleicht habt ihr recht. Ich hatte sowieso genug und ich will nicht von euch mit meinem Geschwätz von der Arbeit abhalten, Andreas. Ich möchte hoffen, sie wäre inzwischen eine bessere Gastgeberin. Aber naja, unser nächstes Mal wird deutlich besser sein. Genau, die nächste Mahlzeit. Ich komme nicht nochmal zu dir zum Essen.
So, wir gehen in den Wald. Oder wir gehen mal kurz runter zu Martin. Falsch. Gott, bin ich doof. Ich bin doch von hier? Ja. Okay, hier ist abgeschlossen. Hier komme ich nicht mehr rein. Na gut, dann komme ich vielleicht nochmal zur... Nee, die Witwe wohnt jetzt bei Agnes, haben sie gesagt, ne? Ja. Hier komme ich auch nicht rein. Gut, dann gehen wir in den Wald. Wir kommen wieder, wenn wir mehr Zeit haben? Hä? Gebeichtet wird ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr in der Kirche. Nee. Offenbar kann ich momentan gar nichts mehr machen, außer schlafen gehen. Darf ich das ein bisschen scheiße finden? Aha. Wer bist denn du? Samuel. Meister Maler, kann ich etwas für euch tun? In der Tat. Ihr habt euch nahe Almende lauter gegen Otto ausgesprochen. Worum ging es da? Genau das, was ich gesagt habe. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Vor allem nicht jetzt. Wir hatten bereits einen Tod in Tassing zu verkraften. Wir brauchen keine weiteren. Der Sorge der Bauern, auch sie sterben, es erklärt nicht, warum ihr euch geäußert habt. Otto hat nie zu Gewalt aufgerufen, ihr habt Ottos Ansichten aber nicht geteilt, es ist gegen Gewalt ausgesprochen. Goldene Hand ist auf Pilgerreisen angewiesen, Andreas. Was nach Otto gegangen wäre, wäre alles ins Chaos gestürzt. Schwaben bremst schon. Wir brauchen Gesetze, um zivilisiert zu leben, Andreas. Wofür Otto eintrat, hat mir Angst gemacht. Ich werde tun, was ich kann, um den Mörder zu finden, wieder in Ordnung ist. Besser vorher. Otto war die einzige Person, die Peter gezügelt hat. Ja, ich weiß, wer die sind. Bitte einfach draufklicken. Gütiger Gott, das hatte ich nur nicht bedacht. Ich hoffe, das nimmt ein schnelles Ende. Und ich soll zurück an die Arbeit. Lasst mich wissen, wenn ihr noch etwas benötigt, Meister Maler. Okay. Die sagen mir so alle nix. Na gut. Dann kann ich jetzt also wirklich nichts anderes machen, außer schlafen gehen. Ich dachte, ich kann halt nachts im Wald rumsuchen. Nee, hier ist überall nix. Na gut, dann gehe ich jetzt halt schlafen.